Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die neue Verdienstmedaille in CSGO, und zwar die von 2020 logischerweise, die werden wir uns dann holen. Wir werden uns dann auch noch anschauen, welche Farben bzw. wie viele Level Prestiges, wie man das halt nennt, gibt es dann noch heuer. Und dann gibt es ja noch ein Giveaway, was ausgelost wird, und zwar gab es ja noch zu gewinnen dreimal eine AWP Manowar in Minimalware und ein Bayonet Freehand in Field Tested. So, wir fangen jetzt einfach mal an mit der Medaille. Uff. Sieht. Nice, das war mal. Das Problem ist, glaube ich, ich habe jetzt hier nicht die anderen Medaillen, glaube ich, nicht alle. Sonst könnte man das vergleichen. 2020, 2019. Okay, aber mit den Medaillen, die, ich finde, die schauen immer nice aus. Kann man machen. Letztes Jahr habe ich, also wir sind ja jetzt hier auf dem, ja, Smurf, sage ich mal, auf dem sekundären Main Account. Smurf will ich den jetzt nicht nennen, aber letztes Jahr hatte ich bei der 219 Deploy, da habe ich halt hier jetzt nur die normale. Okay, ja, okay, nice, nice. Heuer gibt es dann auch wieder 6 Prestiges, sage ich mal. Die Farben sind wieder gleich wie beim letzten Mal. Gelb, normal ist ja die weiße. Danach kommt ja dann wieder die grün, rot, violett, pink und rot. Ich sag bis violett ist es möglich. Ich hätte fast, sage ich mal, Main jetzt die violette bekommen letztes Jahr, aber das wollte ich dann doch nicht machen. Weil ich wollte mir dann jetzt umso früher als die neue 2020. Ich habe heuer Bock auf violett mindestens. Wenn pink oder rot wäre. Rot schaut überhaupt extrem nice aus, finde ich. Rot schaut extrem nice, aber die ist ja unmöglich zu bekommen, also. Aber pink wäre auch krass. Du pink hittest, bist du schon gut. Aber da müssten noch, glaube ich, dann 2-3 Operations, also heuer rauskommen. Haben wir schon das neue Jahr. Dann wäre es vielleicht möglich, die Route zu bekommen. Wenn du 24-7 das ganze Jahr durchsuchtest und dann noch 2-3 Operations nebenbei hast, dann ist es möglich, dass du die Route bekommst, ansonsten nicht. So. Dann lass gleich mal das Giveaway auflosen. Und dann noch ein dickes Sorry an die Boys, die was gestern schon darauf gewartet haben, dass das Video online kommt, weil ich ja das eigentlich für gestern angesetzt hätte, das Video. Aber das russische Kochwasser von Silvester, das hat mich einfach ausgenockt. Boys, das tut mir leid. So, wir fangen zuerst mit den AWPs an, mit den Gewinner von den 3 AWPs. Die erste AWP Manowar geht raus an den oder die Clony. Es ist halt wirklich überkorrekt von dir, so viel für deine Community zu machen, obwohl du arbeiten musst, oft keine Zeit hast etc. Ja, erstmal Glückwunsch an dich Clony und ja, danke auch für dein Feedback, sage ich mal. Also ja, es ist nicht immer leicht von der Zeit her und von der Motivation her, aber wenn beides hinhaut, dann gibt es klarerweise ein Video. So, die erste AWP geht an dich. Ich sag gleich auch mal an alle Gewinner von der von den AWPs. Ich werde euch unter den Kommentaren, wo ihr unter dem Video teilgenommen habt, kontaktieren. Dort antwortet ihr dann einfach nur mit eurer Threadwell und dann bekommt ihr die AWPs so schnell wie möglich. So, die zweite AWP, Manowar. Ups, falscher Button. Die zweite AWP geht raus an den oder die, falls es eine die gibt, weiß ich, weiß es nicht. Morg. Muss man eigentlich noch betonen, dass du ein Ehrenmann bist? Muss man nicht, kann man aber machen, Morg. Glückwunsch an dich. Ein Ehrencenter. Ja, ein Center ist klarerweise ein Ehrenmann. Center Elmo vor der Win, Boys. Morg, auch für dich zählt dein Kommentar. Wirst unter deinem Kommentar kontaktiert, einfach mit der Threadwell antworten. Und die dritte AWP Manowar geht raus an den X Martin. Endlich mal wieder ein neues Video. Danke für das Giveaway. Vielleicht habe ich diesmal Glück. Ja Martin, diesmal hast du Glück und auch Glückwunsch an dich. Die dritte AWP geht an dich. So, und jetzt geht es um das Knife, Jungs. Das Bayonet Freehand in Field Tested. Und das geht raus an den Sahit. Sahit, der hat gewonnen, indem er mir auf Twitter followt. Ich werde hier deine Kontaktdaten alle rauszensieren. Die E-Mail-Adresse von dir muss ja keiner wissen.
Bei dir läuft es jetzt anders ab. Du bekommst eine E-Mail von mir. Check dein Postfach, E-Mail-Postfach, mit dem du dich halt bei Klim angemeldet hast. Dort wirst du eine E-Mail-Adresse bekommen, also eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail von mir. Dort antwortest du dann auch einfach nur mit deiner Trade-Royale und dann kommt das Knife auch schon raus an dich, Boy. Ja, und dann war es dann auch schon wieder mit dem Video. An all die, was jetzt nichts gewonnen haben, seid nicht mad. Es wird demnächst irgendwann wieder ein Giveaway kommen. Auf meinem Kanal gibt es immer Giveaways. Und was mich noch interessieren würde, könnt mir in die Kommentare schreiben, welche Farbe bzw. welches Prestige von den Medaillen habt ihr letztes Jahr 2019 erreicht. Mich würde einfach mal interessieren, bin ich mit Blau, also jetzt mit dritten Prestige und Anführungszeichen, jetzt im Durchschnitt oder gibt es da Boys, die was viel krasser gelevelt haben in dem Jahr? Oder jetzt bin ich da, ist Blau schon relativ gut, ich weiß es nicht. Würde mich interessieren, über einen Daumen nach oben würde ich mich auch freuen. Und dann sage ich nochmal noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.